was haben wir denn hier alles? Das ist ein Teil von meinem, das kommt in mein Schmink- bzw. Drehzimmer. Viel Spaß beim Zugucken, beim Aufräumen. Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu... Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Putzvlog, ein Vlog, ein Umzugs- oder beziehungsweise mehr Einzugsvlog. Und ihr seht schon mein Stativ, ich wollte euch eigentlich mit in die Küche nehmen. Ich bin jetzt gerade in meinem Drehzimmer, was noch nicht wirklich mein Drehzimmer ist. Schaut mal. Ja, hier stehen jetzt noch überall wirklich... Und da klingelt es an der Tür. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, sorry ihr Lieben, das war mein Vater. Der ist einmal kurz gekommen, weil meine Spülmaschine, nein nicht meine Spülmaschine, meine Waschmaschine ist nicht ganz dicht. So wie ich. Und ja, ihr seht hier gerade schon das Chaos. Es ist gar nicht ganz so schlimm, was ihr hier seht, aber was da steht, ist ganz schlimm. Da ist nämlich ganz viel dreckiges Geschirr. Das muss ich nämlich in den Geschirrspüler einräumen. Und ja, auch die Wäsche und so. Ich wollte euch heute halt ganz viel beim Putzen mitnehmen, beim Einräumen und so weiter, weil einfach hier ganz viel liegen geblieben ist die letzten Tage. Einfach auch, weil wir gar kein Wasser hatten. Und jetzt haben wir aber Wasser. Jetzt kann ich endlich Wäsche waschen. Wir haben nämlich Maßen und auch Maßengeschirr hier. Ich habe zwar zum Teil zwischendurch abgewaschen, aber... ja, naja, ist egal. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr mit dabei seid und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Aufräumen. Ich möchte euch nachher auch noch einen Staubsauger zeigen, also bleibt unbedingt dran. Und ja, jetzt räume ich aber ganz kurz einmal den Geschirrspüler ein und aus. Aus und ein? Ja, so rum. Und übrigens nicht wundern, da fehlt noch eine Schublade, die wird morgen eingebaut. So, eigentlich wollte ich ja mit euch jetzt hier aufräumen. Jetzt kommen aber gerade neue Möbel. Die werden jetzt hier hinter mir, da habe ich Platz gemacht, da werden sie gleich hingestellt. Und da muss ich jetzt mal ganz schnell mithelfen. So, ihr Lieben, jetzt haben uns die lieben Leute das hier eben angeliefert. Und jetzt haben wir das hier erstmal hingestellt. Auf jeden Fall, oh Gott, was haben wir denn hier alles? Das ist ein Teil von meinem. Das kommt in mein Schmink- bzw. Drehzimmer. Was ist das? Auch irgendwie was davon. Hier sind 6 Stühle. Das sind, wie heißen die denn? Die haben alle so komische Namen. Ne? Die hier, die sind in weiß mit so einem grauen Bezug. Da fand ich ganz gut, dass man den Bezug abnehmen kann zum Waschen. Ich habe nämlich so Kleckermonster hier zu Hause. Das ist hier. Bisher, ach, das sind nicht Schminktische. Das sind diese, wie heißen die Dinger denn, Mensch? Hier diese, Schuhschränke, Mensch. Die sind aber von meiner Schwester. Dann haben wir hier, ich glaube, oh Mann, ich weiß natürlich gar nicht, was ich bestellt habe. Ne? Also hier sind irgendwo so solche Unterschränke. Hier ist noch eine Malmkommode. Genau, Unterschränke für Waschbecken. Und das hier ist ein riesiger Tisch. Ich glaube, das war der größte, den die haben. Ich weiß gar nicht. 2,19 und wenn er ausgezogen ist, 2,89 oder so. Auf jeden Fall soll der auch so ziemlich hier hin. Hier seht ihr noch, das sind noch so die letzten Reste von der Küche, die ich noch wegräumen muss. Und genau, so Backzeug und so. Das muss ich aber auch aussortieren. Da ist ziemlich viel nicht mehr von gut. Genau, Plastik habe ich hier noch und das möchte ich jetzt hier in unseren Vorratsraum einräumen. Vielen lieben Dank, liebe Mama, dass du mir so schön vorbereitet hast. Genau, das kommt also da rechts im Schrank, der gerade offen ist. Und ansonsten werde ich das jetzt hier sauber machen. Genau. Aber womit fangen wir denn eigentlich an? Ich finde, ich nehme euch jetzt einmal mit hier drüben hin. Und zwar, genau, ihr seht hier schon, das ist ein Einkauf. Den werde ich gleich auch noch im Anschluss abfilmen. Den seht ihr dann wahrscheinlich nach diesem Video. Und hier werde ich jetzt ein bisschen aufräumen, damit ich da natürlich filmen kann. Und ich werde da einmal den Staubsauger benutzen, den ich euch zeigen möchte. So, ihr Lieben, da haben wir dann auch den Staubsauger. Das ist von Xiaomi, der Dreamy V9. G9, oh, okay, also es ist von Xiaomi. Der G9, der ist brandneu, soweit ich weiß. Und genau, den haben sie mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür und genau, den wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich hatte schon öfter Staubsauger von dieser Marke tatsächlich und ja, die waren bis jetzt immer super gut, deswegen habe ich auch gesagt ja und wenn ihr euch fragt, wo ich immer die ganzen Staubsauger lasse, ich habe Verwandtschaft, die freuen sich alle darüber. Nun gut, auf jeden Fall wollte ich euch heute mal zeigen, wie gut der mein Sofa reinigt und natürlich auch, oh Gott, hier ist doch alles voller Baustaub auch und der verstopft nicht, das ist richtig gut. Man kann den auch sehr schön leicht sauber machen und jetzt ist hier natürlich gerade schon was drin, aber hier unten ist ein Knopf, dann geht der auf und ja, dann hätte ich jetzt den ganzen
Staub auf meinem Schoß, das möchte ich aber nicht. Und hier drin ist so ein Filterkram. Hier sieht man das. Das kann man eben schön rausnehmen und reinigen. Und man kann es auch einfach nur ein bisschen, wenn man zum Beispiel noch einen anderen Staubsauger hat, abklopfen oder mit einer Bürste ein bisschen ausbürsten. Und dann funktioniert der wirklich wie neu. Das ist immer richtig gut bei denen, dass die keine, Saugkraftverlust haben die nicht. Genau, das finde ich richtig gut. Ich hatte nämlich auch schon, bevor sie mir die geschickt haben, auch öfter mal so welche. Jetzt nicht das Original, aber ich habe schon gehört, dass der ganz oft Wackelkontakte haben sollte. Hier der, wie heißt denn der Mensch hier? Der Dyson. Ja, der. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr angenehm und überhaupt die ganzen von Xiaomi gefällt mir sehr gut. So, und jetzt möchte ich hier hinter mir das Sofa sauber machen, denn das steht jetzt schon eine Weile hier und da haben die Kinder drauf gespielt und es ist einfach total voll mit Staub und ihr habt gerade auch schon diese kleinen blauen Fussel gesehen, da haben die mit irgendeinem Plastikkram gespielt und jetzt habe ich hier noch die Aufsätze. Es ist noch ein so ein länglicher Aufsatz hinten, den brauche ich gerade aber nicht, deswegen habe ich den gerade nicht mit nach vorne geholt. Genau, das ist so ähnlich wie das, was jetzt hier ist. Hier kann man nicht die Bürste vor- und zurückschieben und hier ist nochmal so eine rotierende Bürste. Das ist auch super praktisch, um Haare zu entfernen und ja, sowas braucht man auf jeden Fall. So, genau, also wir legen jetzt los. Ich mache ja einmal den kleineren Aufsatz drauf. Genau, das hier ist ja auch, habt ihr schon gesehen, das rotiert auch, ne? Und super, super praktisch zum Staub aufnehmen. So, und wir fangen jetzt hier mit dem Sofa endlich an. Ich habe jetzt auch lange genug darüber geredet, denke ich. Und ich blende euch hier, oder ich habe euch schon eingeblendet, die ganzen Bilder vom Unboxing, damit ihr nochmal seht, was alles dabei ist. Und das ist auf jeden Fall sehr angenehm, ja. Gut, wir fangen jetzt an zu saugen endlich. Ich habe es ja jetzt auch bestimmt schon dreimal gesagt. Wofür diese rotierenden Bürsten übrigens auch total gut sind, das blende ich euch jetzt nochmal kurz ein. Ich habe damit nämlich gestern meinen, ich glaube Hochflorteppich heißt das, habe ich damit sauber gemacht und das war super angenehm. Ich hätte den nämlich eigentlich genommen und dann gewaschen, weil der schon so oll aussah, aber der hat da einfach alles rausgeholt, sodass ich den nicht gleich waschen musste. Das ist sehr angenehm, also ja. Do you still bother?
liegen und jetzt schnappe ich euch und drehe mit euch da hinten einen XXXXXXXXL Rossmann Hall. Ja. Eine Ewigkeit später. So, Mensch, ihr Lieben, jetzt habe ich gerade das Video zu Ende gedreht. Ich will es eigentlich gleich mit meinem kleinen Hausaufgaben machen. Und ja, ihr seht schon, es wird jetzt so ein bisschen dunkel draußen. Der Kater frisst Breckis. Genau, das wird jetzt langsam dunkel draußen, deswegen will ich jetzt noch mal ganz schnell mit euch die Küche machen. Ich werde wahrscheinlich nicht alles schaffen, aber wenigstens kurz mal den Geschirrspüler. Und ja, ich weiß nicht, der Tag ist ja auch schon wieder fast vorbei. Das ist voll doof. Ich wollte euch viel mehr zeigen eigentlich, aber naja. Naja, gut. Also, viel Spaß beim Zugucken, beim Aufräumen. Ich wische jetzt die Theke mit diesem Ding ab. Das habe ich mal bei Lidl gekauft. Das müssten sie hin und wieder auch noch haben. Da gibt es solche Aufsätze für. Ich weiß nicht, das Ding hat 5 Euro gekostet mit 4 oder 5 verschiedenen Aufsätzen. Das funktioniert hier so ähnlich wie mit Klett. Und damit möchte ich jetzt die Theke abwischen. Das ist sehr schön für Leute, die sehr brüchige Nägel haben. Hätte ich jetzt auch beim Umzug öfter benutzen müssen, habe ich aber vergessen. Und deswegen ist bei mir jetzt alles kurz und abgebrochen. Und genau, damit stößt man dann nämlich nicht so oft gegen alle möglichen Kanten, muss nicht so oft in die Ritzen rein. Das ist ganz angenehm auf jeden Fall. Und was ich mache, Ritze, irgendwie Ritze ist ein komisches Wort, ne? So. Und dann habe ich gestern eigentlich schon sauber gemacht, sowieso eigentlich jeden Tag, aber naja, es hat alles noch nicht so richtig seinen Platz und deswegen sieht das jetzt noch gerade so aus. So, wie ihr sehen könnt, hier hatte ich ja gerade das Obst gepackt und hoppala, irgendwie da hinten. Die beiden Kartons, die sind noch voll mit Gewürzen. Das möchte ich jetzt gerade auch nicht einräumen, wenn mir das gerade zu lange dauert. Deswegen stelle ich die jetzt erstmal nur zur Seite, damit das voll hübsch aussieht. Und ja. So, ihr Lieben, ich bin jetzt gerade im Schlafzimmer. Das ist hier auch noch nicht so richtig fertig, aber ein bisschen. Ach, übrigens, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt, ne? Das mache ich jetzt noch mal ganz kurz hier. Hier ist die Ladestation von dem Staubsauger. Da haben wir da oben das Kabel drin. Das kann man natürlich auch ein bisschen schöner anbringen. Aber genau, das hat da jedenfalls noch so 2 Halterungen. Da ist das eine und daneben kann man noch ein anderes machen. Genau, und dann hängt der da.
eben drin und lädt. Und das ist sehr schön platzsparend. Der ist zum Beispiel auch ein bisschen platzsparender als seine Vorgänger. Und hier ist der Schrank nicht richtig zu. So, und genau, wie ihr sehen könnt, ist es dunkel draußen. Und, oh Gott, ich muss das Bett noch beziehen. Das mache ich auch gleich noch. Aber ich sage jetzt auf jeden Fall Tschüss, weil das Licht hier ist richtig schlecht. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Ich werde das auf jeden Fall demnächst öfter machen. Und alles, was ich euch jetzt nicht zeigen konnte, das mache ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen. So. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und bleibt schön gesund. Macht's gut. So, wundert euch jetzt hier nicht. Ich habe hier unten eine Beschwerde drauf, wie sich das anhört. Ja. Oh. Aber ich werde jetzt hier die. Warum erkläre ich das überhaupt? Bin ich blöd? Ja, wie schon. Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten.